wie viel Kilometer Reichweite er hat. Und jetzt sagt er, jetzt hast du Typ 2 angesteckt? Wenn ich jetzt hier stecken bleibe, müsst ihr mich rausschneiden. Warum auch immer, aber bei 86% hat er aufgehört zu laden. Also, wir haben jetzt den Schuko ausprobiert, aber direkt, wenn du ihn reinsteckst, sagt er direkt connected but not charging. Owner's Handbook. Da wird euch die Düse gehen, wenn sobald die Restreichweite unter 100 Kilometer anzeigt. Nachdem ich bereits eine Serie als Laternenparker ohne eigene Lademöglichkeit mit meinem Hyundai Ioniq gemacht habe, tausche ich diese Woche mein Fahrzeug gegen den MG ZS EV. Einem Elektro-SUV mit 41 Kilowattstunden nutzbarer Batterie. Und ihr begleitet mich und schaut mal, wie gut ich damit klarkomme und ob das funktioniert. Viel Spaß! So, ohne Piepser hier rinfahren? Ich werde schon wieder wahnsinnig, ehrlich. Wie soll ich das denn? Das kriegst du doch deinen Kindern nie erklärt. Das Problem an so einem, weißt ja auch nicht, wo die Karre zu Ende ist. Wenn ich jetzt hier stecken bleibe, müsst ihr mich rausschneiden. So, dann jetzt bei Christian angekommen, dann wollen wir doch mal sehen, ob der gute MG auch an dieser Ladesäule lädt. So, ist drin. Auf jeden Fall gerade ziemlich laut verriegelt. Ja, jetzt legt sie los. Mal gucken, ob man es erkennen kann. Christians Ladestation ist gut laut, finde ich, hier im Hof. Aber wir wollten ja mal austesten, ob der relativ neue MG auch daran lädt. Und hier sieht man es auch im Innern. Da sieht man es auch. Charging. Wie viel Stand, welchen Stand er hat und wie viel Kilometer jetzt noch drinne sind. Aber irgendwie, also ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe es noch nicht geschafft, dass der mir mal eine Restladezeit anzeigt. Also zumindest habe ich das noch nicht gesehen. Vielleicht muss der erst eine Weile laden, sodass er die durchschnittliche Ladegeschwindigkeit kennt oder so. Christian! China Auto, China Säule. Läuft, oder? Perfekt, ja. Musst du also eigentlich nur, wenn du da mal nicht laden können willst, musst du einfach nur so einen Säulenkofferraum mitnehmen. Und einen Netzanschluss. Nee, was, mit was lädt er jetzt? Ich habe nachgeguckt, gerade 63 Ampere, also ungefähr so 41, 42 kW so. Genau, ja. Die kann maximal 50, oder? Genau. Aber das ist, was ich bei der Zoe auch an mit CCS an Ionity gesehen habe. Also wenn ich auf der Autobahn mal 44 kW und dann bin ich weitergefahren, wenn es bei 35 angekommen war. Also Werksangabe soll der 85 können. Ich habe bisher nur 50 kW geladen. Da hat er immer so um die 41, 42 rumgezogen. War ja auch über 50% voll der Akku jetzt. Ja, nee, knapp über 40% ja. Hat er gehabt. Aber Stefan hat gesagt, auch auf der Autobahn am HPC kommt er nicht über 75, den werde ich mir nochmal diese Woche angucken. Aber ihr wollt ja einfach mal schauen, ob der jetzt bei dir funktioniert. Weil du hattest ja schon mal das ein oder andere Fahrzeug, als die neu waren, dass sie nicht laden konnten, richtig? Genau. Zoe. Zoe? Kann ich ja nicht laden. Immer noch nicht? Nee. Aber ich habe mich damit auch nicht beschäftigt, weil es nicht mein Alltagsthema ist. Ich muss sie an. Dann müsstest du dann ein Software-Update auf der Säule oder. Ja, immer. Ich hatte mal an den Hersteller geschrieben wegen Model 3. Und dann haben die gesagt, da muss man irgendeine Spannung verstellen. Haben wir mal gemacht. Und jetzt, als ich in Kroatien war, war hier tatsächlich einer mit dem Model 3 und konnte laden. Okay. Also, ja. Also ohne Probleme. Ja, ist ja letztlich, wenn mal ein oder andere Auto nicht lädt. Also die WeShares funktionieren alle.
Wenn ich jetzt hier, wenn hier jetzt mein Zoe mit CCS nicht lädt, stört mich das nicht, weil der sowieso ja auch an Typ 2 schnell lädt. Ich wollte gerade sagen, du wirst den ja eh wie über die GoE-Charger oder sonst irgendwie langsam laden, ne? Also das ist nicht mein Thema. Ja. Was sagst du denn zu dem China-Kracher? Sieht schön aus, ja. Kann man sicherlich nicht meckern, ne? Also viel Auto fürs Geld und ist auf jeden Fall. Und ja, kann man ein Abend auch den durchschnittlichen Familienurlaub mit absolvieren. Ein Abenteuer war ja nur die Einfahrt zu dir in den Hof, ey. Die ist ja jedes Mal für mich ein Erlebnis, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe einfach einen heiden Respekt vor sowas. Und jetzt kommst du mit dem MG an, der vorne nicht mal Park Distance Control hat, also der vorne wirklich gar keinen Ton macht. Und ich finde, wenn du so ein Auto 2 Tage fährst, dann weißt du halt einfach noch nicht, wo die Motorhaube aufhört. Da musst du manuelle Park Distance Control mitnehmen, nämlich einen Beifahrer. Der vorne wegläuft, meinst genau. du? Und wenn der schreit, dann ist er eingeklemmt zwischen der Wand und dem Auto. So, warum auch immer, aber bei 86% hat er aufgehört zu laden. Das Lustige ist, jetzt würde man sagen, da drin ist wahrscheinlich ein Ladelimit eingestellt, war Christian? Aber wir haben gerade nachgeguckt, wir finden keinen Punkt, bei dem man irgendwie ein Ladelimit einstellen kann. Also, ja. Nehmen wir an, der einfach die Säule hat über die Gesichtserkennung jetzt festgestellt, dass deine persönliche Lademenge hier erreicht ist. Ich war so lange nicht mehr bei dir. Ja, nee, aber ist komisch. Also man könnte jetzt mal gucken, ob er über Typ 2 noch weiter lädt. Weil wenn er nur bis 86% lädt und der ließ sich ja danach nicht nochmal starten, wie jetzt früher bei den alten Drillingen, ja. Die haben ja auch bis 80%, da konntest du nochmal starten. Ja. Aber lässt sich ja danach nicht mehr starten. Müsste ja irgendwo stehen, bis wohin er lädt. Wir haben ja hier... Owner's Handbook. Soll ich mal halten? So. Gucken wir erstmal. Das ist Englisch. Das ist nur Englisch. Leco mio, ey. Emergency Information, Maintenance, Instruments and Controls. Natürlich der größte Abschnitt. Guck mal als Verzeichnis. Da steht da bestimmt dann über Charging. Vehicle Identification, Driving Range, Charging, Seite 8. Na, Seite 8 ist immer noch Inhaltsverzeichnis. Punkt 8 vielleicht. So Rapid Charging, oder? Vielleicht Kapitel 8. Also 149. Ja. Starting, CCS-Plug, bla bla bla. Okay, vorne ist die Notentriegelung, das weiß ich. Tja, also hier steht nichts drin. Hier, Christian. Hier, da steht nichts. Da steht nichts. Ja. Weder bei Slow Charging noch bei Rapid Charging. Sie beschreiben hier übrigens Slow Charging alles, was unter 3 kW ist. 7 bis 22 kW ist für die schon Fast Charging. Und was ist zwischen 7 und 3,6? Das ist Medium nicht, Charging. Das ist quasi wahrscheinlich nicht existent. So steht es jeweils hier drin. Und alles, was über 22 ist, ist dann irgendwie Rapid. Die Säule hat gesagt 86%. Was hat denn Auto eigentlich gesagt? Auto sagt ja keine Prozent, sagt dir nur Kilometer. So, jetzt hast du Typ 2 angesteckt. Wir sind ja nun schon einiges gewöhnt. Aber so ein Otto-Normalverbraucher, der könnte jetzt ein bisschen doof dastehen. 223 Kilometer und dann siehst du, hier fehlen ein oder zwei Balken. Tja, das Connected but not charging. Nur das würde aber auch nicht erklären, warum er an Typ 2 nicht mehr lädt. Du hast halt keinerlei Einstellungen, ne? Du kannst halt nirgendwo nachgucken irgendwie. Also erster Gedankengang, klar, Ladelimit irgendwie eingestellt oder so. Soll ich auch den Stecker jetzt verriegeln, wenigstens wenn ich den reinstecke? Eigentlich schon, ja. Also jetzt mal und dann kommunizieren und dann irgendwie laden oder nicht laden. Aber Stecker ist nicht verriegelt.
beim guten Charger hört man es richtig klacken jetzt. Da ist er verriegelt. Ja, aber er sagt direkt, wenn du ihn reinsteckst, sagt er direkt connected but not charging. Prozent das neue 100%. Also, wir haben jetzt den Chuco ausprobiert, aber connected. Mit dem Original-Ladegerät. Mit dem Original-Ladegerät, aber auch connected but not charging. Aber alle, sowohl der GoE-Charger als auch das Ding, sagt, sie laden. Aber der Wagen. GoE-Charger hat nicht gesagt, dass er lädt. Nee? Also, nee, deine Säule vorhin, die hat gepustet und wollte. Genau, aber. Abgelehnt. Genau, aber guck mal hier. Ist ja auch nicht verriegelt. Nee, also er verriegelt gar nicht. Nee. Woran das auch immer liegt oder warum er mitten im Ladevorgang dann den auch entriegelt hat und den beendet hat. Keine Ahnung, aber ich habe jetzt erstmal 220 Kilometer, die ich fahren kann. Und dann würde ich sagen, dann wird es spannend, ob er dann nochmal lädt. Ja, oder halt eine Stunde im Stau stehen. Oder halt eine Stunde im Stau stehen, ja. Ohne Klima. Weil es wieder rausgefallen. Ist geil, die Dinger, oder? Ja. Tja. Christian hat ein Auto kaputt gemacht. Ja. Naja, ich habe jetzt 223 Kilometer. Ja. Und spätestens dann werde ich herausfinden, ob er nochmal irgendwann lädt. Ja. Also jetzt möchte er weder Typ 2 noch Schuko noch DC. Ja. Ja, vielen Dank für den Test. Genau. Vielleicht haben wir nicht lange genug gewartet. Naja, Wechselstrom. Lädt, lädt nicht, lädt, lädt nicht. Ja, genau das wird es gewesen sein. Gut, ich mache mich dann wieder vom Acker. Muss noch zu meinem Geburtstag meines Vaters. Mal gucken, ob ich dann noch wieder zurückkomme. Ja, schön, eigentlich ist ja nicht so weit. Na gut. So. Fahr ich mal los mit der Straßenbahn, wa? Ach, ist das herrlich, wenn so ein Auto leise ist und keinen Mucks macht, wenn du gegen die Wand fährst. Mann, ey, jetzt muss ich hier wieder raus. Hätte mir auch denken können, als ich drin gefahren bin, dass ich hier auch wieder raus muss. So, jetzt bin ich den ganzen Tag unterwegs gewesen, zum Geburtstag bei der Familie, habe jetzt noch meine Schwester abgesetzt, also habe ordentlich gemetert und von den ehemals 230 Kilometer sind tatsächlich nur noch 90 Kilometer übrig. Aber es läuft. Ich meine, gut, ich habe es ja gesagt, der Wagen ist halt nicht für die Autobahn gemacht. Interessant wird es jetzt, der hat noch 90 Kilometer drin, ob ich werde jetzt erstmal nach Hause fahren, aber ob er sich dann wieder laden lässt, weil zuletzt hat er sich ja nicht bei Christian laden lassen. Der hat ja, warum auch immer, bei 86% abgebrochen. Ist jetzt bei dem Auto, ist jetzt wahrscheinlich nicht das ideale, vielleicht Anfängerauto. Vielleicht aber auch das ideale Anfängerauto, weil er eben quasi Elektrofahrzeuginformationen bietet. Also so kleinere Spielereien und so. Aber ansonsten wirklich eine Übersicht über die Batterie kriegst du hier nicht. Ja, was soll ich sagen? Also, bin selber ein bisschen ratlos. Aber noch hat er 90 Kilometer. Ich bin ja ein alter Hase. Ich bin ja bereits über 100.000 Kilometer elektrisch gefahren mit einem Akku, der ja ein bisschen über halb so groß ist. Also der hat hier 41 Kilowattstunden nutzbar. Mein Wagen hat ja 28 Kilowattstunden nutzbar.
Also ist hier ein bisschen mehr. Er verbraucht aber auch auf der Autobahn natürlich mehr. In der Stadt, finde ich, geht's. Kann mal gucken. Also ich habe jetzt auf der Autobahn 18 Kilowattstunden verbraucht. Da muss man aber dazu sagen, viel Stadtautobahn, wo nur 80 erlaubt ist und wir eine lange Baustelle durchfahren. Bei Königs Wusterhausen ist es da hinten freien Brink. Und wenn wir jetzt mal hoch runter gucken auf den Gesamtverbrauch, seitdem ich den Wagen übernommen habe, bin ich 229 Kilometer gefahren, habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 km/h, das ist, glaube ich, normal, wenn man auch so innerstädtisch und so weit unterwegs ist, und habe einen Verbrauch von 16. Ob der jetzt wieder lädt, ich mache mir da gar keine Gedanken, weil ich glaube, dass das auch wahrscheinlich eher so ein Software-Bug sein wird, denn wenn man sich auch so andere Reviews anguckt und sowas, ich verlinke mal ein paar hier unten von dem Wagen, dann scheint der noch sehr verbuggt von der Software zu sein. Die ist auch sehr langsam, hängt, träge, und mal funktioniert Apple CarPlay, mal funktioniert es nicht. Und ja, das ist insgesamt ein bisschen, aber das hat ja nichts mit dem Elektroauto zu tun, weil den gibt es ja eben auch als 1 Liter Benziner in China. Ich weiß nicht, ob nur in anderen Märkten, aber in Europa gibt es den nicht. In Europa gibt es den nur als Elektro, und meines Wissens nach. Und ja, wie gesagt, das ist dann halt eher so der Hersteller, da muss er vielleicht noch mal ein bisschen ran, da muss er vielleicht noch mal ein bisschen nachbessern. Vielleicht ist die, es ist auch eine mangelhafte Rechenleistung, die dann halt eben dem Preis geschuldet ist. Morgen werde ich wahrscheinlich morgens noch mal kurz am Supermarkt anhalten, noch mal was einkaufen für abends. Wir sind, auch wegen der Ladethematik, sind wir gar nicht so diejenigen, die irgendwie die großen Familieneinkäufe machen und dann wirklich eine Woche lang durch, sondern wir passen das so ein bisschen auch an unsere Ladethematik an und kaufen dann für 2-3 Tage nur ein und kaufen dann nach 2-3 Tagen wieder. Das haben wir auch vor dem Elektroauto schon immer so gemacht. Das haben wir einfach schon immer so gehandhabt. Wir sind so eher so die Spontankäufer. So, worauf haben wir heute Abend Lust, was zu essen und sowas. Wir investieren dann halt eben 10, 20 Minuten zwei, dreimal die Woche anstatt einmal 60 Minuten. Und das lässt sich auch super mit dem Autoladen verbinden. Selbst wenn wir mal beim Supermarkt keinen Ladepunkt kriegen, dann ist vielleicht gegenüber auf der anderen Straßenseite oder sowas mal einer zu finden oder einer zu bekommen. Ja, und von daher, also es fährt sich super. Auch ich komme erstaunlich gut klar hier mit diesem SUV. Ich mag es trotzdem nicht so hoch zu sitzen. Das ist irgendwie nicht so meins. Aber sei es drum, es ist trotzdem ein grundsolides Auto. Neupreis 23.000 Euro. Also ganz im Ernst, ich finde, wenn man jetzt nicht jemand ist, der regelmäßig auf Langstrecke geht, weil ich habe es ja schon erwähnt, das ist nicht das natürliche Jagdgebiet von diesem MG. Aber ihr seht, jetzt sind es noch 75 Kilometer drinne, bin fast zu Hause, also ich denke mal mit 70 Kilometer Rest werde ich zu Hause ankommen. Total tiefenentspannt, es bringt die Erfahrung, und glaubt mir, ihr müsst es halt erleben. Ich gebe es offen und ehrlich zu, die ersten Male in einem Elektroauto, da wird euch die Düse gehen, wenn sobald die Restreichweite unter 100 Kilometer anzeigt. Und ihr werdet wahrscheinlich Blut und Wasser schwitzen, sobald sie unter 50 wandert. Aber macht das mal in eurem gewohnten Umfeld. Also da, wo ihr wisst, wo die nächsten Ladesäulen sind oder wo ihr wegen mir nah an eurem Zuhause seid, wo ihr eine Wallbox habt oder eine Steckdose oder was auch immer. Ihr könnt ja einen Mietwagen nehmen oder einen Freund fragen, ob ihr euch mal ein Elektroauto eine Woche ausleihen könnt oder sowas. Macht das einfach mal. Wenn ihr das 2-3 Mal gemacht habt in einem gewohnten Umfeld und ihr fahrt das Auto wirklich richtig schön nahezu in Richtung Null, dann seid ihr immer entspannter. Ihr lernt das, mit dem Auto umzugehen.
Und so würde das auch später mit eurem Wagen sein. Ihr lernt einfach damit umzugehen, ihr lernt das Fahrzeug einzuschätzen und ihr habt kein Problem mehr damit. Denn warum bekommen wir denn Angst unter 100 Kilometer Restreichweite, unter 80 Kilometer Restreichweite? Sind wir mal ehrlich, wie weit habt ihr es bis zur Arbeit? Oder wie weit habt ihr es bis zu den, da wo ihr regelmäßig hinfahrt zum Einkaufen? Fahrt ihr 80 Kilometer zum Einkaufen? Also dann würde ich mir um andere Sachen Gedanken machen, als darum, ob ein Elektroauto das Richtige für mich ist. Dann würde ich mal zum Arzt gehen. Und vor dem Hintergrund, man muss es halt einfach üben. Man muss es halt einfach mal gemacht haben. Und man macht es ein, zwei Mal und dann ist es total tiefenentspannt. Man merkt plötzlich so, hey, die Karre fährt ja trotzdem noch weiter. Und zig Tests auf YouTube haben es ja auch schon bewiesen. Die Leute fahren die Dinger leer und sagen, guck mal hier, der bei dem ist bei null wirklich null, bei dem ist bei null, fährt er immer noch mal 2 Kilometer und so weiter und so fort. Also ich wüsste nicht, warum es nicht klappen sollte. So, das war ein eher philosophischer Abschluss. Ich hoffe, euch hat auch heute dieses Video gefallen. Schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein, um zu gucken, ob der Wagen lädt oder ob er tatsächlich ein technisches und elektrisches Problem hat. Ich weiß es, wie gesagt, bisher noch nicht. Und dann würde ich sagen, freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann seid ihr auch hier immer auf dem Laufenden, wenn es von uns für euch ein neues Video gibt. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch diese kleine Serie gefallen hat. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was euch besonders gefallen hat oder was euch vielleicht nicht gefallen hat, was ihr vermisst.